Willkommen zurück. Socktable Results parsen mit Python und PyTest, Tester in Development. Wir machen gleich weiter mit dem zweiten Fall. Wir haben hier eine einfache Implementierung für diesen einfachen Fall. Und jetzt knüpfen wir uns das eigentliche Problem vor. Test parse long result. Ich schreibe hier mal given, when, then. Müssen Sie nicht machen. Und jetzt schreibt das Ergebnis hin. Wir nehmen wieder den FC Schalke 04. Und das Ergebnis war irgendwie, wie haben die gespielt vorher? Ja, ist eigentlich nicht so wichtig. 2:3 können wir auch wieder nehmen. Und dann den ersten FSV Mainz 05, damit ich überall auch schön Zahlen im Mannschaftsname drin habe. Dann, was machen wir weiter? Das sollte funktionieren, dann muss ich jetzt einen Test nicht starten, wobei mit PyTest geht es unendlich schnell, dann kann ich es mal machen. Bei XUnit müsste ich jetzt hier 7 Sekunden warten. Weiter, parsed results, kann ich wieder genau gleich aufrufen. Raw result, über die Benennung kann man sich streiten, machen wir dann nächste Woche. Starte das noch einmal, weil es so schnell geht. Nein, das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Invalid literal for int with base 10. Schalke, das scheitert schon, bevor ich meinen ersten Assert gemacht habe. Was will der machen? Home goals int parts left 1. Also ich nehme den linken Teil, nehme es, split es nach space. Index 1 ist das da. Und das knallt jetzt eben schon, weil Schalke keine Zahl ist. Sparen jetzt dumme Sprüche. Jetzt, ich habe es ein bisschen anders implementiert als bei C-Sharp vorher und wir können es einfach mal probieren und sagen, nein, die Tore sind jetzt hier nicht das letzte Element, Element 1, sondern das letzte Element. Nehmen wir einfach mal bei parts left das minus 1, dann sollte er das letzte nehmen und das kann er dann hoffentlich parsen. Ja, das funktioniert. Also unser Test läuft jetzt. Aber das haben wir getestet, dass es nicht knallt überhaupt, wenn ich es aufrufe. Noch keine Assertions. Machen wir damit weiter. Ich kopiere es jetzt einfach mal runter, weil ich faul bin. Und passe es an. FC Schalke 04. PyTest, das stimmt nicht mehr. Ich bekomme FC statt FC Schalke 04. Woran liegt das? Home Team Parts Left. Nehme ich einfach die 0. Ich sollte aber alle nehmen. Bis auf das letzte, das ja die Anzahl Tore ist. Wie mache ich das? Das kann man von 0 bis alle außer das letzte, minus 1, beziehungsweise die 0 kann ich weglassen, ich kann es so verkürzen, also Strings Array Slicing Operation oder List Slicing, wie auch immer. Jetzt habe ich FC Schalke 04 als Liste und das Ding muss ich aber noch jetzt joinen. Nehme einfach das Space und joine das Ding damit. Und jetzt funktioniert der Test. Das Vorgehen ist ein bisschen, passt besser zu TDD als bei der C-Sharp-Implementierung. Dort habe ich ja zuerst nach Space gesplittet und dann nach dem Doppelpunkt. Jetzt habe ich hier zuerst nach dem Doppelpunkt gesplittet und dann nach Space. Wesentlich schöneres Vorgehen. Bei C-Sharp habe ich zuerst wieder diesen ganzen Testcase fixen müssen. Dass ich damit fertig war, hat auch das funktioniert. Aber es kann durchaus beides passieren. Also Sie sehen da, das ist nicht deterministisch, wie man dann beim TDD sich durchhangeln muss, bis wieder alles läuft. Wollte einfach beides mal zeigen. Schauen Sie am besten alle Videos dann, und machen es in C-Sharp und in Python. Wenn Sie Zeit haben. Ich habe ja auch Zeit. Samstagmorgen. So, jetzt Schalke 04 ist gut. Das ist das Home-Team. Wie mache ich weiter? Ich nehme das Away-Team. Und das ist eben der erste FSV Mainz 05. Vorne und hinten schön Zahlen drin zum Verwirren. Und ich bekomme jetzt einfach erstens statt ersten FSV Mainz. Und das kann ich jetzt wahrscheinlich wieder analog machen. Also Parts Right 1 nehme ich als Away-Team. Das wäre jetzt hier das da. Das wäre das 0 nach Space gesplittet. Jetzt nehme ich einfach 1 bis minus 1.
Beziehungsweise, wenn es das letzte ist, ich schaue jetzt einfach mal, wie es knallt. Muss gar nicht viel überlegen. So. Erster FSV Mainz, da fehlt das 05. Nein, das letzte möchte ich auch drin haben. Der erste FSV Mainz 05, wunderbar. Jetzt da wieder eine Liste und ich will einen String haben. Ich habe sie vorhin anhand von Whitespace gesplittet. Ich mache jetzt hier wieder einen Space rein. Achtung, wenn der Mannschaftsname so lauten würde. Dieses Split, Right Part Split, macht nachher erster FSV Mainz draus. Also da werden gleich zwei Spaces eliminiert. Und ich füge nur ein Space ein. Also das würde nicht funktionieren. Dann machen wir so schnell. So, ja, das funktioniert. Also wenn ich jetzt hier zwei Spaces drin hätte, würde hier wahrscheinlich nicht das mit zwei Spaces rauskommen. Weil eben Split so funktioniert. Ich könnte mal versuchen, das mit einem zu machen. Dann würde es klappen, ja. Aber standardmäßig wird einfach nach einer beliebigen Zahl Whitespace gesplittet. Ist auch das Verhalten, was eigentlich sinnvoll ist, weil zwei Spaces im Namen wäre doch ein bisschen bekloppt. Gut, das funktioniert soweit. Wir haben jetzt die Heim- und Auswärtsmannschaft erfolgreich geparst. Wir machen jetzt weiter mit den Toren und da aus Faulheit kopiere ich das einfach mal und wir haben sogar das gleiche Spielergebnis. Ich lasse mal den Test jetzt so, wie er ist. Ich glaube, vorhin war es irgendwie 3:2 oder so. Also machen wir es so, 3:2. Schalke soll auch mal gewinnen. Okay, das funktioniert. Warum funktioniert das überhaupt immer noch? Parts left. Manchmal erstaunlich, dass es funktioniert und man wundert sich dann, warum klappt das? Parts left, der letzte Teil. Okay. Und hier Parts right, der erste Teil. Okay, schon implementiert, muss ich nicht mal etwas machen. Dann wäre ich jetzt schon fertig damit, also mit dieser Splitterei. Also der Ansatz, den ich hier gewählt habe, zu auch einem Doppelpunkt splitten, ergab weniger Refactoring als der andere Ansatz, den ich bei C-Sharp zuerst gewählt hatte. Dann git add, ich hole es aus der History raus, git commit, hole ich auch aus der History raus und schreibe es eben um. Nein, mir geht da was nicht, meine Konsole. Git commit minus m parse long result und dann nehme ich einfach diesen String schnell runter hier. So, dann wäre das auf dem Server und ich bin fertig und ich zeige Ihnen gleich noch, wie man das mit Regex macht. Bis dann.